Hallo Leute, willkommen zurück zu Suncut und ein weiteres Video von Last Epoch. Wir spielen jetzt weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ja, beim letzten Video so kennengelernt und haben auch leider erfahren müssen, dass es kein Lock Combat gibt. Das heißt, sozusagen, wie hier Shift-Taste drücken und dass man stehen bleibt. Und gibt es leider hier nicht. Ja, ist schade. Und hier diese zwei Knöpfe finde ich auch total sinnlos. Also man kann hier mit der linken Maustaste tippen und selbst wenn man hier das angibt, ist es sehr schwerfällig, dass er überhaupt mal Gegenstände findet zum Zerstören. Und hier, das klappt irgendwie auch noch nicht so, weil hier müsste man, hier klappt zum Beispiel, dass man Shift drücken muss und dann macht er diese Attacke irgendwo. Ja, aber es muss immer hier sich irgendwas drinnen befinden, nur dann erst wird das wirksam. Finde ich ein bisschen verschwendetes Potenzial. Hätte man zum Beispiel hier linke Maustaste machen können, hier rechte Maustaste machen können, wäre viel sinnvoller gewesen. Weiß ich nicht. Ja. So. Finde ich verschwendetes Potenzial. Aber egal. Gut. Wir machen einfach weiter. Wie gesagt, wir sind jetzt hier Anfang kennengelernt, der jetzt leider nicht so berauschend war. Also ich kenne ein bisschen mehr Bums, ein bisschen mehr Krawall. Aber ich bin gespannt, was uns noch so erwartet. So, weiter geht's. Okay, der spricht gar nicht mehr. Das ist doch schade, die ersten Dinger waren vertont. Hüter brauchen Hilfe, wir sind nicht stark genug, weiß Truppen abzuwehren. Die Heoboreaner haben ein Bündnis angeboten. Wir brauchen ihre Hilfe, aber wir wollen nicht in einen Krieg verwickelt werden, der nicht unser eigener ist. Vermutlich ist es dafür zu spät. Okay. Thank Itera. Also ist am Anfang zu viel Potenzial das Game. Ja, deswegen, also ich schätze auch, dass es Potenzial hat. Gerade, wie gesagt, die Leute hypen es. Ja, ich bin gespannt. Und ich hoffe, dieses Zeug hier ist wirklich nach Quality of Life, dass das ein bisschen verbessert wird, ein bisschen geändert wird. Ich meine, dieses Future ist jetzt nicht lebensnotwendig, aber ich finde schon, dass es dazugehört. Also man kann dann einfach viel besser agieren, viel besser arbeiten, ja, und ich finde schon, dass es wichtig ist. Like this is where we part ways. Good luck out there. Yes, something you need? I don't work for him. I'm his champion. Why? It means I've fought hard and climbed my way to the top. Hierot himself taught me everything I know. As such, I dedicate myself to him, an extension of his will. Glad you think so. Everything I do, I thank Hierot. He made me what I am. The person who's going to end this war, take Raye down, and make him rue the day he dared mess with us. Sounds like this is where we part. Yes, something you need? I don't work. It means I've Hierot himself because he saved me. When I lacked purpose, he was there. He made me what I am. Okay. Hyrule was just telling me of your battle. I am Lena, one of the Keeper's Council. One of two. There should be more of us here. They're gone. Balthus and I remain, and he's not here. As such, I must ask for your help. Balthus is busy checking on our sacred artifacts. We're protectors of Atera's history, and right now, they're in danger. Not much, I'm afraid. We'll discuss it after our alliance. You are, and I'm sorry, but this is how it must be. There's secrets. Even now, the Osprex swarm all of our sacred vaults. I've already asked Grail to check one down in the mountains. There is another up north, where Balthus is. Could you make sure he's safe? There's word of a drake patrolling the skies. Drache, okay. They can, but Balthus is impulsive. I worry he'll do something stupid. Sure I do. With your help. Do this,
and our alliance is secure. We'll lend our aid to Heoboria's army. Okay, betritt die Festungsgärten. Gut. Was ich überhaupt nicht schlimm finde, ist, wenn die Städte nicht riesig sind, wenn sie klein sind, ja? Wenn das so, wie es jetzt ist, so ein bisschen klein und zierlich aufgebaut ist, ne? Man hat so Eingänge und auch die Karten sind instanziert, finde ich top, ja? Es muss nicht eine Riesenwelt sein, dieses Instanzierte ist schon gut. Man merkt es auch an der Leistung, wie gesagt, ich spiele auf Ultra, ich habe im Hintergrund noch ein Spanner-Spiel laufen und ich merke hier, mir ist ein bisschen frisch, weil einfach meine Lüfter so viel kühlen, ja, dass ich sozusagen die Kälte schon spüre hier. Also das Spiel ist echt gut optimiert, muss ich sagen. Und das ist schon gut. Also Optimierung haben sie drauf. Deswegen, ich bin gespannt, was da noch so kommt. Okay. Ja, dafür leider laden. So. Lädt vielleicht, aber es kann auch, wie gesagt, liegen an dem Online-Modus. Vielleicht ist es ja, das ist das Gute, man kann ja auch im Offline spielen. Vielleicht ist es im Offline-Modus nachher anders. Aber so, schon cool. Okay, dann legen wir mal los. Balkenhieb. Ah, jetzt kommen andere Attacken hier. Aha. Okay. Okay, okay, okay. Oha, jetzt hat man das Shift. Interessant. Jetzt ist das Shift drin, weil ich diese Fähigkeit eingehakt habe. Okay. Aber ich finde trotzdem, es hätte man irgendwie anders darstellen können. Irgendwie anders, weiß ich nicht. Wenn es jetzt drin ist, ist es okay. Aber, weiß ich nicht, es ist ein bisschen komisch. Wisst ihr, wie ich meine so? Warum kann ich den Heiltrag nicht aufsammeln? Jetzt. Hat aber ein bisschen gedauert. So, Ring haben wir gekriegt. Okay, was ist das? Zauberstab. Zauberstäbe sind ja nicht so gut, muss ich sagen. Die haben eher so eine Affixe drauf, anstatt irgendwie Grundschaden. Okay, wie er sich freut. Das finde ich cool. So Tierinteraktion finde ich immer cool. Das fetzt auf jeden Fall. Okay. So, weiter. Achso, wir hatten noch. Wir haben noch was frei. Oh, jetzt haben wir wahrscheinlich was aktiviert, ja. Okay. So, K war das bestimmt oder L? Softcore, ein Player later. Ah, okay. Rank 4. Wie gibt es keinen ersten Platz? Achso, doch, hier oben. 3000 Wellen. Krass. Level 100. Hardcore, gibt es schon Leute? Tatsächlich, ey. Interessant. Okay, aber da wollte ich gar nicht hin. Oh, hübsch. P. P ist es. Okay. P. So. Weiter jetzt mit P. Und dann kriege ich ja nicht so mein Zweihänder. Also ich möchte auf jeden Fall Zweihänder spielen. Ich liebe Zweihänder. Ja. Das ist ein Muss. Da es hier nicht so wirklich ein Barbar gibt, ja, muss das jetzt rein. Ich
hoffe, es gibt hier auch noch so ein kleines Pad, wo man, oh, wo springt er denn hin? Wo man, wo das einsammelt, die Sachen hier. Oh, und Relikt, okay. Kann ich auch machen. Immer schön alles erkunden. So, mein Hund, der macht schon ganz schön, wa? Der macht schon ganz schön Bums. Bestimmt eine Truhe oder sowas? Ein Schlüssel meine ich. Nee, doch nicht. Aber schöne Sachen. Das passt da nicht rein. Hat die nicht gesagt, im Portal da? T-Portal, okay. Ah, hier ist eine Schmiede. Hier ist auch so ein Gegenstand. Okay, Materialien. Okay, ich hoffe, das wird mir alles noch erklärt. Oh, was ist hier jetzt? Plus? Ah, ist mein Vieh auch noch. Dings hat, okay. Auf jeden Fall braucht es Schaden. Sie haben doch alles gerade weggebumst. Ah, so, was ist das hier? 8 Rüstung. 20 Rüstung. Schmiedepotenzial. Das verstehe ich noch nicht so ganz mit dem Schmiedepotenzial. MN. Okay, gucken mal. Fertigkeit, passive Karte, Quests. Okay, das ist M. Schmiede, Inventar. So, wir gucken mal, was das zu bedeuten mit den Schmieden. Ob ich da irgendwas mitmachen kann. Okay. Kann ich nicht. Ich brauche auf jeden Fall die Sachen. Okay, also bringt mir das gar nichts hier. Oh, jetzt habe ich das da drinnen gelassen. Okay, also notfalls kann man das da auch drinnen lassen und dann hat man ein bisschen mehr Platz. Eine Sortierfunktion gibt es anscheinend auch nicht. Ich glaube, den Speer kann ich noch mitnehmen. Auch nicht. Der verbraucht 2. Okay, gut. Na, dann verkaufen wir erstmal. Alles klar. Na, also es lädt so ein bisschen nach, muss ich sagen, ja. Aber das kann man ja immer noch mit der Zeit noch verbessern. So, gut, dann verkaufen wir die ganzen Mist jetzt. Gut, verkaufen. Geht auch wieder in die Shift. Ja, okay, Shift geht wenigstens hier. So, Zweihandaxt. Ne, hat keine Affixe drauf. Das ist schade. Oh, Moment. Das Schwert, kritischer Nahkampftreffer. LP bei Tötung. Ich finde es schade, dass er das irgendwie nicht so berechnet. Also so eine Berechnung wäre schon nicht schlecht. Das ungefähr sagt, okay, das wäre ungefähr 1% besser oder was ich, ne? Also das wäre schon nicht schlecht. So, die Schuhe können auch weg. Ausweichwertung, LP-Regen pro Sekunde, physischer Widerstand. Ja, ich glaube, das könnte besser sein als das. Und hier haben wir Handschuhe. Schuhe ist klar, so, die hebe ich mal auf, falls ich bald meine Dings bekomme, meine 2 einhändigen. Ja, richtig. So.
Jetzt bin ich gespannt. Handschuhe kommen auch weg. Gut. Super. Top. Okay. Weil das vermisse ich ja bei den meisten RPGs oder so, Hack and Slay, dass wirklich die Dings einfach fehlen, ne? Die Ausrüstung. Dass man das nicht so wirklich erkennt. So, okay. Schränke sortieren. Ah, da ist die Sortierfunktion. Okay, gut. Wieder zurück. Ich hoffe, es liegt alles noch da. Wir sind noch ganz am Anfang. Daher denke ich... Meine Gegenstände sind weg. Dafür hat sich aber die ganze Karte wieder resettet. Oha. Okay. Oh, mit Schild kann ich auch machen. Mit Schild wäre natürlich auch nicht schlecht. Das hebe ich mir mal auf, falls ich es wirklich brauche. Was ist das? Der Blitzschaden. Apex-Splitter. Okay. Was ist hier? Oh. Auch was Blaues. 2 LP, das brauche ich also nicht. Okay. Grundangriffsrate, kritische Treffer. Okay, macht natürlich aber weniger Schaden. Ne? 11 Nahkampfschanze. Ja, das wäre natürlich für ein Dings gut. Ja, für einen Schurken oder so. Also ich mag ja auch Schwerter. Schwerter ist so mein Ding. Okay, jetzt darf ich alles wieder von vorne erkunden. Das ist krass. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ich alles nochmal wieder erkunden darf. So kann man ja eigentlich immer rein und raus gehen. Rein, raus, rein, raus. Vor allem, wenn er einmal in der Truhe steht. Ah, Portal hat Abklingzeit. Okay. Das Coole ist, diese Dinger, diese Stacheln suchen sich ihr Ziel. Das kann aber auch ganz schön weit schießen. Mein lieber Scholli. Hey. Immer weiter drauf. So. Also weggepelzte Vieh. Okay, so, ja, neuer Helm haben wir gekriegt. Physischer Widerstand ist, glaube ich, wichtiger. Primalist Relikt. Okay, das ist also nur ein Relikt für mich.
Diener-LP, ja, könnte wichtig sein. Das hier 10 LP, nee, das meint's besser. Ansonsten ist ja hier erstmal nix. Okay. Also, aber man wird irgendwie schnell voll vom Inventar her, finde ich. Schon krass. Assassinen Claudius, okay. Oh. Aber 10, ne? 10 Angriff. Immer sogar schon 1. Oladius der Wunden. 20% Chance auf Bluten. Ja, das klingt doch gut. Die hebe ich auf jeden Fall mal auf. Am besten das auch gleich. Assassin Claudius. Ja, die sind nämlich bestimmt besser, obwohl. Ja, gut. Beil ist natürlich ein Stärker, aber bringt mir jetzt nicht viel. Aber ich finde, die Inventar ist sehr schnell voll. Das Schlimme ist jetzt halt, wenn ich jetzt wieder in die Stadt wieder zurückgehe, resettet sich einfach meine Karte. Sehr schade. Aber egal, wir müssen es mal. Nicht, dass wir da nachher reingehen und dann, ne? Müssen es mal. Keine andere Wahl. Wir müssen verkaufen. Nachher ist da was Wichtiges drin, wir können es nicht looten. Aber das erklärt vielleicht auch die Performance so ein bisschen, weil er die ganzen Welten nicht im Cache oder so behält, sondern er regeneriert sie anscheinend wieder immer neu. Na? Obwohl, das war glaube ich gar nicht mein Portal, kann das sein? Doch, war mal, oder? Hä, wieso ist das Portal jetzt hier drüben? Es ist immer irgendwo anders. Der Festungsgarten, Wegpunkt gesperrt. Okay. Lagerräume. Okay. So, einmal verkaufen, bitte. Schild würde ich mir gern aufheben. 3 Slots. Ah, dafür ist der Reisegürtel. Das habe ich schon mal wo gesehen mit den Tränken. Das heißt, die hängen am Gürtel. War das nicht auch Pass of Exile? Naja. Ich meine, man muss ja nicht unbedingt das Rad neu erfinden. Aber ja. So ein bisschen makaber. Von anderen halt sozusagen die Vorlage zu nutzen. Dolch werde ich mal wegmachen. Genau. Und ich mache jetzt die Äxte auch weg. Ich werde die Schwerter nachher nehmen. Und notfalls das Schild noch aufheben. Genau. So, Gold haben wir schon mal ein bisschen. Wunderbar.
So, jetzt hat mein Gefährte wieder ein bisschen, kriegt er wieder ein bisschen mehr Bums hier. Und los geht's. Ach so, hier. Das kommt mal weg. Das mache ich hier rein. General. Oh, keine zweite Kategorie. Okay, kann ich das einfach so machen? Das ist ja nett. Das ist gut, auf jeden Fall. Oha, was ist das? Ah, jetzt muss ich kaufen. Neuer Tab. Okay. Leere Kategorie. Stash Tab. Lager 1. General, okay. Ah, ich kann also... Ach so, jetzt verstehe ich das. Okay. Jetzt verstehe ich. Deswegen ist es auch kostenlos. Aha. Alter, wie viel kann ich denn machen? Ja, krass. 10, oder? 10, 11. Okay, also man kann sehr viel sammeln. Krass. Okay, und man kann überall Schatzreiter hinzufügen. Alles klar. Gut, mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich guck mal, wie das denn im Laufe des Spiels ist. Aber das ist schon mal cool, dass man wirklich sehr viele Kategorien hat und dass man sich die Zeuge auch so aufteilen kann. Cool. Aber man merkt es schon ab und es hat schon ein bisschen Ladehemmung, ne? Also ich hoffe, da kann man das so ein bisschen das verbessern. Das wäre schon cool. Auf jeden Fall, okay. Oh ja, auch eine Stellansicht. Auch nicht schlecht. Okay, cool. Okay, schick. Cool. Halt so kleine Spielerei, ne? Aber okay, ja, das ist doch mal ganz nett, dass man da auch mal dran geht. Das ist mal was Neues, was Individuelles. Finde ich top. Okay. Prankenhieb. Sturmschlag, Mastum, Aufruhr. Ja, muss ich dann mal gucken, was ich denn so für Fertigkeiten nachher habe. Ich glaube, ich werde viel mit Tieren arbeiten, auf jeden Fall. Ja, aber erkunden muss ich immer wieder neu, ne? Das ist schade. Ich hoffe, da kommt nachher was, dass man das so ein bisschen auch erkunden lässt. Zumindest bei den Hauptstädten kann man das so lassen. Naja, klar. So. Gut. Weiter geht's. Wieder zurück. Leider wieder alles resettet. Aber was willst du machen? Ich glaube, ich sollte nur mich auf die blauen Sachen konzentrieren. Hey, was denn jetzt? Jetzt hat er mich wieder zurückgebracht. Das ist natürlich wieder blöd. Hä? Ah, er hat mich da... Ach so. Ich stand da halt, ne, in der Nähe. Deswegen, jetzt sind natürlich die Monster auch weg, aber egal, wir gehen jetzt einfach rein. Und ich muss auch nicht klicken, ich muss nur laufen. Gut. So, was haben wir hier? Attacke! Ach, ich will die ganze Zeit 1, 2, 3, 4 drücken. Wunder mich, weil ja nichts passiert. Okay, oh, oh, oh. Jetzt wird es aber langsam hier.
Bäm, Rinder. Schon der erste Gegner hier, krass. Oha, oha. Oha. Ah, das ist schon ganz schön knifflig, ne? Aber schaffen wir. Gut. Schöne blaue Sachen getroppt. Gut. Lebhafte Lederstiefel, sogar gelbes. Cool. Was ist das hier? Eine Stärke ist Stärke, nimmt man doch immer mit. Und eine blaue Tage ist auch immer besser als eine weiße. So, gut. Ich kann das raus. So. Ach, war falsch. Moment. Das so raus. So. Genau, zack. So, okay. So, hier habe ich den Port freigeschaltet und ich hoffe jetzt, dass ich jetzt das nicht mehr resette. Aber ja, gut, er macht halt sogar die Städte resettet, also von daher ist das, denke ich, mal egal. Level, okay. So, 5. Eteras Segen. Das nächste verbündete Ziel wird um 100% geheilt. Okay. Zauber-Buff-Einstimmung. Ist das einer deiner Diener? Vertreibt das die Heilung und der Diener wird für 10 Sekunden gekräftigt. Der 20 Punkte größer wird und der 100% mehr Schaden verursacht. Das ist ja schick. Na, ich will das haben. So, okay. Was ist das jetzt? Eteras Segen. Und ich muss es bestimmt draufziehen, oder? Nee. Ist das passiv oder was? Zauber-Buff-Einstimmung. Kann ich nicht draufziehen. Ah, ich muss mich aussuchen. Ah, neu verteilen. Ah, jetzt verstehe ich. Nee, hä? Verstehe ich jetzt nicht. Wieso geht der nicht mehr raus? Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso geht der nicht mehr raus? Der Punkt. Also muss ich mich hier zwischen 5 Dingern umentscheiden oder was oder wie? Okay. Verstehe. Ah ne, ist ja doch da. Hä, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wo war das doch mal? Nicht M, P, P. Ne, P ist es auch nicht. Ist es auch nicht. Hört er. Oh, das war jetzt falsch. Wollte ich gar nicht. Oh.
Hä, welche Taste ist es denn? G. F ist die Schmiede. Was Dings? C. Ah, hier ist C, okay. C ist so meine Dings, okay. Lootfilter. Okay. Okay, also damit kann ich mich sozusagen heilen. Ah. Mit A kann ich die hier hin switchen. Okay, cool. S. S ist das. Okay. Ja. Wieso ist der draußen? Das verstehe ich jetzt nicht. Also, wie ist das hier oben? Wieso ist das jetzt hier nicht, wenn ich jetzt hier was reinmache? Das ist halt die Frage. Und ich hoffe auch, dass ich hier wirklich ein bisschen mehr Punkte bekomme, ne? Dass ich auch wirklich die Fertigkeit noch wirklich ausbauen kann. Das wäre cool, auf jeden Fall. Ich mag ja sowas. So. Okay. Toll, voll daneben gesprungen. Ja, der Sprung ist das, was mir am meisten bringt. Dabei ist es drinnen schützt den Splitter. Die Osperix werden ohne ein Symbol von Terra nicht durch die innere Tür kommen. Aber es wird nicht lange dauern, bis sie durchbrechen können. Ich werde sie beseitigen. Hier, ich habe das Symbol von ihnen versteckt. Sie haben mich in Ruhe gelassen, weil sie dachten, ich wäre schon tot. Nimm es, es öffnet die Tür zur Splitterkammer. Bitte hilf Baltas. Ich gehe rein. Okay. Los geht's. Quest abgeschlossen. Passivpunkt. Okay, cool. Übergangszeit. Du bist unverwundbar und kannst dich anwenden. Dann endet der Einsatz einer Fertigkeit nach kurzer Zeit. Aha. Gut. Ich mach das hier. Yes. So, Eteras Segen. Ja, ist immer so eine Sache, ne? Also auf jeden Fall, der Sprung, der ist zu gut. Na, vielleicht kann ich auch diese Dornen wegmachen und dafür mich dann heilen. Und dieser Buff ist gut, das ist zum Heilen. Oha. Ist natürlich auch für mein Vieh gut, ne? Okay. Achso, hatte ich nicht noch Sachen? Die Rüstung, 32 Ausweichwertung, 16 Widerstand, Primalist, Körperrüstung. Geht natürlich die Ausweichwertung weg. Ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn ich die wegmache. Nein. Also er wählt auch gar nicht das Vieh an, ne? Schade. Obwohl ich mit der Maus drüber bin. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich ein riesengroßer Kampf. Okay, cool.
Splitter. Once I deciphered the Keeper's movements, the vaults were easy to find. Exploring them proved more challenging. Ancient stonework that could inspire even the greatest of Solarum's architects. Nearly impenetrable. Oh, wir lesen gerade hier. Morgen ist volle Controller-Unterstützung. Ich glaube, mit Controller lässt sich das bestimmt auch besser spielen. Wir werden sehen. Between my engineer's finest munitions and the strength of my pet, we managed to crack one open. Only to find empty halls and vacant chambers. What would be the purpose of such a stronghold if it were to house nothing? Yet I could tell they were here, just as I predicted. They were guarding something of immense importance, something powerful. Rüsten wir uns vorher aus, bevor hier irgendwas passiert. Aber, ach so, stimmt ja, ich kann ja jetzt, ja, ich kann ja jetzt. Jetzt, so, zack, zack. So, wie sieht das aus? Ist das hier auch so gemeint? Dass man da mehr Schaden macht? Hier, das. Wo ist Schaden? Oh, wo steht denn das jetzt hier mit Schaden? Das ist natürlich wieder schade. Wo steht denn das? Da, Nahkampfangriffstempo. Okay, ist eigentlich egal, wo ich es reinpacke. Gut. Alles klar. Zauberstab? Ah, kann ich leider nicht. Das wäre cool. Einer tauste und einer schießte, ne? Das wäre auf jeden Fall cool. So, was ist das hier? Rüstungssplitter? Afex-Splitter, okay. Kann ich danach hinzufügen. Okay, okay. Gut. Genau, Schild hebe ich auf. Falls irgendwas Wichtiges ist. Wer weiß. Oh ja. Cool. Das fühle ich. So, auf geht's. This way. You're here to help. The Osprey slave. Protect the sword! The Drake! Tread carefully. Drache. Oh ja. Gute Sachen. Aber er wählt. Er tut sofort die Splitter aufsammeln, wenn die dieselbe Dings haben. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Okay. Oh, was ist das? Ja, so ein gelbes Ding nehmen wir doch, oder? Nehmen wir doch mit Kusshand sowas. So, ganz viele Runen. F, um die Herstellungsoberfläche herzustellen. Ah, okay, das ist für die Herstellung. Da kommen die Runen rein, okay. Die Afix-Splitter sind auch dafür. Okay. Neue Eigenschaft zu verleihen oder den bestehenden zu verbessern. Okay, okay. Steht sogar da, worauf es anwendbar ist. Okay. Zerstört einen Gegenstand und gewährt eine zufällige Anzahl von Afix-Splitter mit seinen Kräften. Also kann ich die anscheinend zerlegen. Okay. Cool. Okay, okay. That should hold them. First things first. Thank you.
The Osbricks grow more troublesome by the day. We've reinforced our walls, supplied our men, and taken out dozens of them. The howling monster circling the vault. Yes, sir. I see you like keeper's roots. I take it lovely. While your help has been appreciated, I have everything under control. What do you mean? I'm protecting the Epoch, of course. Here, it's a fortress, meant to keep unruly treasure hunters from locating the shards of the Epoch. Or at least it's supposed to. Drastic times. Did Lena not tell you? Well, tell you what. Let's get out of here first, and then I'll explain more. These peace talks are hardly worth it if you don't know why Orion is after us. Okay. Wie schnell der Alte plötzlich laufen kann, wa? Since the Keeper's fall, we've done the same rituals. Instructed to keep the... Since the Keeper's fall, we've held the same rituals. Instructed to keep the Epoch Shard separate. Those... The first Epoch Shard is held in a fortress. Ancient Eterran mechanisms hold it in place, with no one but us knowing how to enter. The second vault is deep inside the Stonefall Mountains, with traps that only the Keepers know how to maneuver. The third shard is always on the move. It uses multiple vaults. Only we possess the knowledge to open them. This is why we never call a single place home. Mm-hmm. Okay. Also die kleinen Gegner sind meistens gar keine Hürde mehr. Auf sie! Okay, eine Glyphe gibt's auch. Okay, das kann man natürlich auch noch lösen, ne? Das hier, wenn man zum Beispiel versteckt ist, einen blauen Rahmen
dass man sieht, wo man ist. Das ist nicht so verdeckt. Oh, Slot. Slot freigeschaltet. Okay, was für ein Slot. So. Und jetzt? Ja, wir machen auf jeden Fall, denke ich mal, Zornsprung, oder? Ich glaube, das wird eh unsere Hauptfertigkeit sein hier. Zornsprung. Okay. Aber ich denke mal, für den Anfang ist es ja nicht eher so unwichtig. Die springen mit mir. Okay, das ist ja cool. Okay, ah, dann kriegen die Level. Okay, wenn, umso mehr ich den benutze anscheinend, kriegen die den Level. Okay. Also ich kann die sozusagen trainieren, diese Fertigkeiten. Das ist cool. Oh, gucken, ob wir jetzt den Drachen töten dürfen. Okay, man kriegt ganz viele Buffs hier. Okay, das ist Gold. So, jetzt müsste er aber hier. Oder auch nicht. Our slumbering mother, Eterra. Alone. A goddess they cannot see. They sent no treasure to sea for Lagon, nor works of art south to Majassa. Were they in league with her savages? Their alliance seems to be a recent development. How can they claim a greater connection to Eterra than us? We're the servants of Rhea, the inheritor of her domain. It is blasphemy. They will burn. Okay. Ja, dann lassen sie uns brennen hier. Okay. Das haben sie geklaut. Toll. Also wären sie in Richtung des Hochlands gegangen, da wo die Ospirix ihre Basis haben. Aber es sind zu viele, es ist zwecklos. Ich kümmere mich darum. Du, was? Geh zurück ins Lager, ich übernehme das. Okay, gut. Ich denke, wir werden jetzt noch leider nicht den Drachen sehen. Okay, das Lager der Hüter zurück. So, zurückreisen. Leider sehen wir den Drachen noch nicht. Schade, ich hätte ihn gerne gesehen. Ich hätte ihn euch auch gerne gezeigt. Ja, ich denke, das war es jetzt erstmal so, die zweite Folge. Und es war auf jeden Fall jetzt so ein bisschen mehr Action schon mit drin. Muss ich sagen, wir haben jetzt auch das Prinzip verstanden, warum das da unten nicht mit dem Schiff geht und sowas alles. Also da gibt es Fertigkeiten, die man zum Beispiel dann hier drauflegen kann. Und in Verbindung mit dem Gehen, so wie eine Art Kombi-Fähigkeit sozusagen, ne, geht dann sozusagen und macht diese Fähigkeit, die dann hier drauf liegt, also auf der rechten Maustaste. Ich finde trotzdem, ist es verschenktes Potenzial. Man hätte wirklich hier linke Maustaste machen können, rechte Maustaste machen können. Vielleicht kommt es noch, wie gesagt, der Patch kommt heute, beziehungsweise morgen. Ne, um 18 Uhr gehen die Server heute down. Und dann kommt der ganz große Patch zum Release. Morgen wird released. Das Spiel ist jetzt momentan noch die Beta-Phase, wo ich spiele. Morgen aber, wie gesagt, am 21. Februar beginnt der Release.
Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was kommt. Und ja, man könnte natürlich nachlesen, ne, was so in den Patchnotes steht. Aber ich bin so ein Mensch, ich lese nicht gern Patchnotes, sondern ich lasse mich überraschen, was so kommt. Habe ich einfach viel mehr Vorfreude. Und ja, genau. So, das wär's mit Last Epoch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne mal ein Abo da. Und meldet euch in den Kommentaren, wie ihr das Spiel findet, was ihr für eine Klasse spielt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi.